Ey Jungs, Inzaghi ruft an. Was denkt ihr, was er meint, was er will? Hallo? I'm enjoying myself and things are going very well. Wie, du kannst nicht spielen? Was soll denn das? Warum? Warum? Warum kannst du nicht spielen? Warum? Well, I do something. I like... Inzaghi, wir haben noch gar kein schlechtes Team. Wir haben zwei gute neue Spieler. Die machen wir rein und dann läuft der Hase. Gib dir Mühe, komm. Wadi, Simon läuft durch. Spielt auf Wadi, Wadi liegt zu dir und du musst nur noch reinschieben. Komm, ist okay, ist okay, ist guter Deal. Komm, ist guter Deal, oder? Do it properly. And I give 100% in order to achieve my dream. Ja, ist guter Deal, komm, okay. Wir beeilen uns. Okay, dann schauen wir rein, okay? Gut, tschüss. Meine Güte, ey, der hat nur Ärger mit uns. Ja, Jungs, und Servus zurück auf Robobus. Wie gesagt, willkommen zur zweiten Teamfolge vom Epic Icon Cup. Wie gesagt, ihr habt ja die ersten paar Auswahlen, habt ihr ja fleißig abgestimmt. Am Ende ist es Paar 1 geworden. Und wer das nochmal war, das seht ihr jetzt im Video. Also gönnt euch. Ja, Jungs, und kurz Hinweis noch: Hier seht ihr die ganzen Regeln eingeblendet, die ganzen SBCs-Karten, wo wir raussuchen müssen, die Story-Spieler-Einteilung. Und wie gesagt, 5 Teambuilding folgen und. Ja, das sind nochmal hier die kurzen Regeln und wie gesagt, wir starten jetzt ins Video. Let's go. Ja, fleißig abgestimmt und ich blend euch in 3, 2, 1. Da sie jetzt den ersten Spieler ein und zwar ist es ein Stürmer geworden und der heißt Jamie Vardy. Und der zweite Player kommt auf der linken Seite und das ist muss ich vielleicht umformen, ja, eine Fortmiss-Karte von Moses Simon. Das heißt, wir haben zwei Fortmiss-Karten, wir haben jetzt zwei SBCs-Karten schon abgehakt und ja, wünscht dennoch die Taktiken um. Gehen kurz nochmal zum Stat-Proof. 3 Spieler am Alle. Wie beim letzten Mal. Außer Inzaghi, der hat mittlerweile 86 Spiele. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir kurz in Taktiken rein, stellen das Ganze kurz um. Und dann gehen wir direkt ins Game hinein. Und dann suchen wir gemeinsam jetzt noch schnell unseren ersten Gegner und ich bin echt gespannt, auf wen es am Ende hinausläuft. Wir machen es einfach so, damit Simon auch noch einen Link bekommt, tauschen wir das Ganze einfach mit Inzaghi, müssen dann nochmal, ja Jungs, wir sind gleich wieder da. Ja Jungs, und wir suchen unseren ersten Gegner für diese Folge. Und wir starten direkt rein, finden unseren ersten Gegner in diesem Team. Und die, oh ja, okay, 2 Icons mit Rakard und Gerard. Aber auf jeden Fall machbar, würde ich sagen. Und deswegen gehen wir ins Spiel rein. Und ich würde sagen, let's go. Mal sehen, was wir hier holen an Münzen. Simon und Wadi um 10k. Jungs, JB Wadi, Jungs, der ist unser Mann. Ärger, muss ich sagen. Aber vielleicht weiß ja Moses Simon eine Option, wie man das ändern kann. Simon! Inzaghi! Jungs! Inzaghi!
Wir stehen bei 0. Ja, Jungs! Und da ist es! Marc Leis, Jungs! Was ein Goal, Mann! Jungs, Digga, das ist dann lächerlich, Digga, wenn du solche Gegentore kriegst. Abseits, Jungs. No disrespect, aber real talk, Jungs. Minus 20k, Alter. Jungs, wir starten mit minus 20k rein, stabil. Danke dafür an der Stelle schon wieder. Ja, das ist unser zweiter Gegner ist gefunden und okay, Jungs. Okay, es könnte jetzt richtiges Schwitzer-Duell werden, aber auf jeden Fall, Jungs, ist dieses Team schlagbar. Also, Jungs, ich behaupte es jetzt nicht nur, weil einfach ist so, Jungs. Wir haben Wadi, wir haben Simon, wir haben Inzaghi. Die drei, wenn die jetzt vorne rasieren, ein Sagi-Paar geile Buden macht. Als. So, Jungs. Und jetzt brauchen wir ein perfektes Tor von den Tahi. Dann haben wir wenigstens 10 gehabt, Jungs. Ja, Jungs, da ist er doch. Puh, Jungs, endlich. Endlich, endlich, endlich. Endlich. Yes, Jungs. Ja, Mann. Egal, es war Simon, Jungs. Jawohl, Moses Simon, Junge. Jungs, statt jetzt 10k. Pfeif doch ab! Ey, pfeif doch! Ey, Jungs, 10k! Jungs, 10k, ich kann es nicht ändern. Ja, Jungs, wie gesagt, 10k plus gemacht. Wir kommen noch zum Statproof. 5 Spiele, Jungs. 5 Spiele. 5 Spiele. Und ja, Jungs. Dann würde ich sagen, wie gesagt, alle 5 Spiele. Und ja, dann war's das. Wir sehen uns beim Bändigen des Videos und bei der Spielarbeit. Ja, Jungs, und nun sind wir hier beim Bändigen des Videos angelangt. Wie gesagt, leider nur 10k erspielt. Deswegen heute eine magere Auswahl. Aber auch, sagen wir mal, 2 gute Wahlen, wo ich denke, die mit denen ich gut spielen kann. Einmal hinten in der Verteidigung, einmal in der... Also, es geht in die Verteidigung, in Richtung Verteidigung, beziehungsweise in die Richtung Defensive. Und ja, welche das 2 Paare das sind, das kriegt ihr, bekommt ihr jetzt zu sehen. Und ich bin an der Staraus Mats, wie immer gut. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn das noch nicht getan habt. Und ich bin an der Staraus Mats, bis dann gut. Haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao. Ja, Jungs, und ich habe 2 richtig geile Paare ausgesucht. Einmal zum einen haben wir Paar 1 mit Kimpembe und Juan Bernat, der natürlich immer schuld ist,
wenn was falsch geht. Nein, Sport. Wie gesagt, Paar 1 mit Kim Pembe und Bernhard. Sag ich in der Innenverteidigung ein bisschen, damit wir in der Innenverteidigung nicht mehr so viel Tore kriegen, damit wir vielleicht im Sturm dann ein bisschen mehr mit Simon und Wadi und Inzaghi treffen. Oder zum anderen haben wir zwei ZDMs, die bei uns dann auf der 6 spielen werden. Und zwar John Henderson und Sissoko. Welches von den Paaren ist mir eigentlich relativ egal. Ihr habt die freie Wahl, entscheidet. Stimmt natürlich ab jetzt schon oben in der Infokarte ab. Und dann würde ich sagen, gönnt euch, stimmt ab. Und wir sehen uns bei der dritten Folge wieder. Macht's bis dahin gut. Haut rein. Und ciao.